herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Dalalaka Grill. Heute in diesem Video mache ich gefüllte Hähnchenbrüste mit einem Baconmantel. Gefüllt mit Cheddar-Käse. Diesmal mit Käse. Zur Würze nehme ich das Texas Chicken von Ankerkraut. Was braucht man noch? Natürlich Bacon und unsere Hähnchenbrüste. So, als nächstes fangen wir mit an, unsere Hähnchenbrüste zu würzen. Ich habe es jetzt diesmal alle in eine Schüssel reingetan. Und dann nehme ich jetzt ungefähr 2 Esslöffel von dem Gewürz. Die Hähnchenbrüste richtig schön flächig damit ein. Wenn die dann schön eingewürzt sind, gehen die erstmal für 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Füllung machen, den Baconmantel drum machen und dann geht's auf zum Grill. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich. So, die Stunde ist jetzt rum. Das Hähnchenfleisch ist richtig schön mariniert. Das nehme ich mir jetzt raus und dann werden erstmal Taschen reingeschnitten. So. Jetzt nehme ich mir das her. Ich fahre mit dem Messer. Richtig schön hoch. Schneide mir hier eine richtig schöne Tasche rein. Den Käse habe ich mir schon mal vorgeschnitten. Fülle jetzt hier 1-2 Scheiben Käse rein, in meinem Fall schön Cheddar-Käse. Und das mache ich jetzt mit allen 3 Stück. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es ums Bacon umwickeln geht. Beim Tascheschneiden aufpassen, dass man nicht durch das Fleisch durchschneidet, weil der Käse soll ja im Anschluss drinnen bleiben und nicht rauslaufen. Jetzt sind alle 3 fertig. Jetzt gehe ich her und lege mir hier Bacon hin. Schön Scheibe nebeneinander. Und als Maß nehme ich mir hier ein Hähnchenstück, was ich schon Käse gefüllt habe, dass ich weiß, wie viele Scheiben ich nebeneinander legen muss.
So, schaut das jetzt aus. Dann nehme ich mir ein Hähnchenstück, lege mir die Öffnung, wo ich den Käse eingefüllt habe, zu mir und wickel schon mal die Anfänge schön straff um die Hähnchenbrust. Und dann schön straff umwickeln, dass der Bacon auch richtig schön hält. Und das mache ich jetzt wieder mit allen drei. Und dann sehen wir uns, wenn es zum Grill weitergeht. Der Grill ist jetzt auf 190 Grad eingeregelt. Jetzt geht's rauf. Ich habe hier wieder Kohle rechts und links angeordnet. In der Mitte habe ich eine Schale mit ein bisschen Wasser rein, dass wenn der Käse doch irgendwo rausläuft, dass ich mir den ganzen Grill nicht so einsam. So. Lege ich jetzt Hähnchenbrüste schön auf den Grill. Jetzt gibt es noch ein Kerntemperaturthermometer. Und dann heißt es warten, bis die Kerntemperatur 75 Grad erreicht hat. Und dann sehen wir uns wieder. Wahrscheinlich schon ein bisschen vorher, dann werde ich wohl noch mit ein bisschen Barbecue-Soße das Ganze noch ein Topping aufsetzen. Bis dahin! So, es sind jetzt gute 20 Minuten rum und jetzt habe ich mir überlegt, nehme ich eine leckere Barbecue-Soße noch als Topping obendrauf. Die streiche ich jetzt mal ein und schauen wir mal, wie es bis jetzt ausschaut. Oh, es ist noch fast kein Käse rausgelaufen. Schaut ganz gut aus. Jetzt mache ich hier schön Barbecue-Soße drüber, schön einpinseln, dass überall was rankommt. So, und dann denke ich, werden sie noch 10 Minuten, Viertelstunde brauchen und dann sehen wir uns wieder, wenn sie fertig sind. So, die Kerntemperatur ist jetzt erreicht und jetzt holen wir mal unsere leckeren Hähnchenbrüste vom Grill.
erstmal noch kurz ein bisschen ruhen und dann sehen wir uns beim Verkosten wieder. So, nach einer kurzen Ruhezeit gehen wir jetzt mal her und schneiden mal richtig schön an. Käse ist schön geschmolzen. Ist auch noch richtig schön saftig. Ich schneide mir gleich mal ein Stückchen weg. Und dann sehen wir uns gleich beim Probieren. Hier bin ich. Gucken wir mal, wie es schmeckt. Das ist richtig schön zart und saftig geworden. Einwandfrei. Einfach mal nachgrillen. Probieren. Wird super. Wenn euch das Video gefallen lasst, hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben, einen Kommentar, würde mich tierisch drüber freuen. Ein Abo wäre der Knaller, den Abo-Button blende ich hier oben ein. Und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es wieder das nächste Mal heißt, Dalla Lacker Grill.